Das Gesicht der Mannschaft von Türkgücü München hat sich verändert. 17 Spieler haben den Verein verlassen, 16 neue sind gekommen. Die sportliche Leitung hat ebenfalls ein neuer übernommen. Für den 44-jährigen Peter Ruhmann ist es seine erste Station als Cheftrainer im Profifußball. Erfolgsdruck mache ich mir selber, ja, weil ich habe jahrelang Fußball gespielt und wollte immer jedes Spiel gewinnen. Ja, genau so ist es als Trainer, genau so ist es auch bei unseren Spielern. Ja, die sind zu Türkgücü gewechselt, um Spiele zu gewinnen. Zum Auftakt reist Türkgücü München nach Ostwestfalen zum SC Verl. Auch die Verler spielen ihre zweite Saison in der dritten Liga. Sehr stark, denke ich. Also sie haben letzte Saison eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Ich denke, der Verein will an der Saison anknüpfen und da kommt einiges auf uns zu. In der vergangenen Spielzeit sorgte Türkgücü München als Neuling in der dritten Liga für Furore und spielte lange um den Aufstieg mit. Für die neue Saison werden die Vorhersagen und das Saisonziel noch verhalten formuliert. Es liegt letztendlich an uns, wie viele Freunde, wie viel Vollpower wir auf den Platz bringen und dementsprechend wollen wir uns auch so präsentieren. Am Sonntag um 14 Uhr beginnt im Stadion in Verl die Spielzeit für zwei Mannschaften, die sich in der Liga weiter etablieren wollen. Spätestens dann kann die fast rundum erneuerte Mannschaft von Türkgücü München ihr neues Gesicht zeigen.